Und wo wir eh gerade beim Artenschutz sind, wie läuft's eigentlich bei den Insekten? Wir erinnern uns, die werden rapide weniger. Deshalb sollte eigentlich eine überarbeitete, mein neues Lieblingswort, Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung noch in diesem Jahr dafür sorgen, dass vielleicht mal weniger Insekten abnippeln. Das war der Plan. Hat aber nicht richtig geklappt. Wenigstens gibt es wohl bald einen Fördertopf für Landwirte, die neue Technik einsetzen, die Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln ermöglicht. Trotzdem, liebe Kinder, folgt nun eine ganz besonders traurige Folge von Biene Maja mit Till Reiners. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Hallo Kinder, mögt ihr die Biene Maja? Ja, unsere Regierung auch. Und deshalb haben Umwelt- und Landwirtschaftsministerin zusammen ein Insektenschutzprogramm beschlossen. Toll, Deutschland, die neue Wellnessoase für Bienen. Was der Biene schadet, muss vom Markt. Wenn es der Biene schlecht geht, geht es der Landwirtschaft schlecht, geht es der Umwelt schlecht, dann geht es uns allen schlecht. Was der Biene schadet, das schadet auch uns Menschen. Wir müssen ein Gespür dafür haben, wie es der Biene geht. Ja, nicht so doll, sagt mir mein Gespür. Vor allem Wildbienen sterben hier wie die Fliegen. Und sogar Fliegen sterben wie die Fliegen. Unter anderem wegen Glyphosat. Deswegen hat das Kabinett beschlossen, wir sprühen weniger Glyphosat, bevor es 2024 ganz verboten wird. Das war vor 15 Monaten. Und dann hat das Landwirtschaftsministerium das gemacht, was es am besten kann. Oder in den Worten der Umweltministerin. Glöckners Ministerium habe zum Insektenschutz bislang Folgendes geliefert. Nichts. Das ist nicht viel. Seit über anderthalb Jahren wird verzögert. Huch! Die Glöckner ist die böse Thekla in der Geschichte. Die hat nur so getan, als hätte die Biene lieb. Aber die liebt eigentlich die Bauern. Und die wiederum lieben Glyphosat. Glyphosat ist in der Endkonsequenz, hat keine toxische Wirkung. Sie können Glyphosat trinken, da passiert ihnen nichts. Da passiert nichts. Nur die Sprache wird etwas komisch. Hysterische Glyphosathasser. Klar sterben einzelne Bienen, wenn sie nicht hart genug sind. Andere Bienen stehen auf Glyphosat. Für die ist das quasi eine Droge. Die Junkies fliegen direkt unter den Giftdüsen her. Und Endstation ist dann leider oft Anschaffen auf dem Ameisenstraßenstrich. Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend, sagt die WHO. Und was sagen wir Deutschen, wenn etwas wahrscheinlich krebserregend ist? Okay, dann dürft ihr das eben nur noch 4 Jahre versprühen. Immerhin hat Glöckners Ministerium einen coolen Wettbewerb ausgelobt. Wer schützt die Bienen? Freiwillig! Sie sind gefragt. Wir suchen Vorbilder. Zeigen Sie uns, wie insektenfreundlich Sie arbeiten. Das Agrarministerium auf jeden Fall nicht. Gute Idee, auch für andere Ministerien. Die Bundeswehr hat keine funktionierenden Panzer. Welcher Bürger bastelt uns einen aus Streichhölzern? Wir haben immer noch kein Endlager für Atommüll. Hat vielleicht jemand einen abschließbaren Keller, den er nicht mehr braucht? Nicht genug Impfstoff? Einfach Glyphosat spritzen. Jetzt mitmachen. Zu gewinnen gibt's wie immer nichts. Wir töten heute unsere Freundin Biene Maja. Kleine, doofe, fette Biene Maja. Maja, stirb doch endlich, Maja. Maja. Was denn? Ich übe mein Arschgeigen-Solo. War doch versprochen. Ihr könnt ja in der Zeit den Kanal abonnieren.